baby, come, come. Wow, endlich darf ich jemanden einstellen und so viele gute Bewerber. Doch was ist wichtiger? Projekterfahrung oder analytische Fähigkeiten, Kernkompetenzen oder Auslandserfahrung? Wie stresserprobt muss man in Steinhals Abteilung eigentlich sein? Vielleicht nehme ich Frau... Zusatzqualifikation, teamfähig. Ja, die hat was. Aber, wen haben wir denn noch? Welche Kriterien setzt Herr Müller nun an? Und wie hoch ist die Fehlerquote bei den einzelnen Methoden? Er muss sich wohl erst nochmal an die Grundsätze der Personalbeschaffung und die verschiedenen Modelle erinnern.